Ja, vorletzte Vorlesung vor dem Ende des Kalenderjahres. Wir gehen auf die zweite Komponente der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage ein. Zunächst einmal allerdings wollten wir den Konsum abhaken. Da gibt es ein paar interessante Bemerkungen dazu. Die Überleitung Investitionen ist nicht zufällig, weil die Investitionen tatsächlich teilweise auch konsumtiver Charakter haben. Wenn Sie ein Auto kaufen, verfrühstücken Sie nicht das Auto auf einmal, sondern Sie genießen die Dienstleistungen, die dieses kapitalartige Gut erzeugen, obwohl Sie das selber nicht verließen oder ausleihen wegen Geld oder für Geld. Dieses betrifft eine Menge Konsumgüter, auch Klamotten, die Sie tragen, die bestimmte Gebrauchsartikel, die Sie in der Küche haben, die sind teilweise auch investitionsartig. Sie werden allerdings als Konsum verbucht in der VGR und haben entsprechend der Theorie einen stabileren Charakter über die Zeit hinweg. Die schwanken nicht so sehr wie die großen Investitionen wie ein Maschinenpark oder LKW-Flotte oder der Flughafen in Schöneberg. Also ich möchte erstmal die Ideen, die wir letztes Mal bei der Konsumtheorie erörtert haben, wiederholen. Und dann gehe ich auf die Endstation dieser Teiltheorie, diese Zusammenfassung. Wir reden von einer Konsumfunktion. Das ist eine günstige Möglichkeit, diese ganzen neuen Erkenntnisse zusammenzufassen. Und wir werden das hineintragen in die nächste, in den nächsten Teil der Vorlesung, wenn wir uns die aggregierte Nachfrage angucken, also wie die Volkswirtschaft insgesamt verhält. Und ich habe schon darauf hingewiesen, dass die Stabilität des Konsums sehr, sehr wichtig für uns in der Theorie ist, als Anker. Es gibt sehr selten so richtig große Verschiebungen der Konsumausgaben der Haushalte, und das hilft uns ein bisschen, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage besser zu prognostizieren, zu verstehen, auch teilweise zu manipulieren. Also Politiker möchten manchmal bei Krisen über den Konsum eine gewisse Auswirkung auf die Nachfrage haben. Aber dies ist nicht so einfach, weil die Menschen von der Natur aus ihre Ausgaben lieber glätten. Diese Konsumfunktion wird das alles zum Ausdruck bringen. Ich werde ein paar Anwendungen bringen. Es gibt die Finanzkrise, das ist eine der größten Anwendungen der Makroökonomik in der letzten Zeit. Wir sehen, wie die Konsum in bestimmten Ländern, wo es richtig hart getroffen hat, die USA, Irland, Spanien, sehr, sehr stark auf die Konsumausgaben ausgewirkt hat, wobei in anderen Ländern das nicht der Fall war, zum Beispiel in Deutschland. Und es hat nicht nur damit zu tun, dass die Deutschen alles richtig machen, sondern es gibt tatsächlich wirtschaftspolitische Reaktionen und auch wirtschaftstheoretische Überlegungen, die darauf hinweisen, dass andere Gründe gibt für das Verhalten der deutschen Haushalte. Und das müssen wir auch mal kurz angucken. Dann möchte ich die Diskussion überleiten in den Investitionen. Die Investitionsausgaben eines Landes sind sehr volatil. Zunächst einmal handelt es um einen kleineren Anteil der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage. Denken Sie immer an C plus I plus G. Das soll ein Mantra sein. Ne? Das ist die aggregierte Nachfrage als Darstellung des Bruttoinlandsproduktes. Ausgabenseite C plus I plus G plus X minus Z. X minus Z ist ungefähr der primäre Leistungsbilanzüberschuss, wenn man X und Z erweitert betrachtet, inklusive Dienstleistungen, die in Ländern geleistet werden. Daher können wir tatsächlich über diese vierteilige Komponentenzerlegung der aggregierten Nachfrage sprechen. Das wird später unsere ganze theoretische Überlegung motivieren. Das heißt, jetzt gehen wir von C auf I, und diese I, da brauchen wir wirklich eine Menge zu diskutieren. Was sind Investitionen? Und das ändert sich von Zeit zu Zeit. Wir haben neue Definitionen der Investitionsausgaben. Es ist eine Umklassifizierung. Zum Beispiel Verteidigungsausgaben wurden immer früher als konsumtiv verbucht. Also wenn der Staat einen Panzer oder einen
irgendeine Düsenjäger kauft, wurde das immer als Konsum verbucht. Jetzt wird das tatsächlich als, oder Vorleistung, das wird jetzt als Investition, das hat tatsächlich einen Sinn, erhöht ein bisschen künstlich die Investitionsausgaben des Staates, erhöht vielleicht auch die Vergleichbarkeit. Es ist tatsächlich so, dass man nicht jedes Jahr einen neuen Flugzeugträger braucht, sondern die Dinge dauern oder haben wirklich eine ganz lange Lebenszeit. Aber das betrifft viel mehr Hausbau zum Beispiel oder Anlagen, Anschaffungen und so weiter. Da müssen wir ein bisschen abgrenzen und in der Übung wird das auch wiederholt. Und dann werde ich anfangen, mich mit der Investitionstheorie auseinanderzusetzen. Wir haben schon mal gesehen, dass die Überlegung von einem Haushalt immer zweiperiodisch reduziert werden kann. Das heißt, heute und morgen ist es genauso bei den Unternehmen, die im Auftrag der Haushalte irgendwas maximieren. Die wollen irgendwie das Vermögen der Eigentümer vergrößern. Und wenn sie das tun, tun sie es über clevere Ausgaben in Produktionsmittel, die tatsächlich in zukünftigen Jahren, Perioden dazu dienen, die Potenziale der Unternehmen auszuweiten. Die Gewinne, vor allen Dingen geht es um die Gewinne, also die Überschüsse, die nach Auszahlung von Vorleistungen übrig bleiben. Und diese Wertschöpfung, eben nicht nur Gewinn, sondern auch die Auszahlung an die Arbeitnehmer ist der Gewinn der Volkswirtschaft. Das wollen wir auch mal erstmal grafisch und, wenn die Zeit das erlaubt, etwas mathematischer angehen. Das werden wir auch in der Übung machen und nächste Woche abschließend dieses Thema behandeln. Letztes Mal hatten wir das optimale Verhalten der Haushalte angeschaut. Wir haben eine grafische Darstellung dieser Entscheidungsfindung erstmal gezeigt und dann haben gezeigt, wie viel man damit machen kann. Das fasst sehr viele Aspekte der intertemporalen Entscheidungsfindung zusammen. Wir sind zunächst mal von vollkommener Voraussicht ausgegangen. Das ist ein erster Schritt. Ganz wichtig ist bei Haushalten auch die Faktoren wie Risiko, Risikoaversion. Es gibt auch Unsicherheit, ganz grundsätzlich. Es gibt auch die fehlenden Verfügbarkeit von Krediten. Und darauf gehe ich jetzt ein. Das sind alle einschränkende Bedingungen, die Ergebnisse der letzten Periode etwas beschränken, aber auf jeden Fall die wichtigsten Befunde bleiben relativ robust. Wir haben gezeigt, dass in dieser einfachen Darstellung, es geht um mehr oder weniger das Gesamtvermögen der Haushalte, Barwert der Einkünfte, also die Einkünfte heute und die man erwartet in der Zukunft. Und die Menschen liegen im Mittelwert in der Regel richtig. Das heißt, Leute, die gegenwärtig Kredite aufnehmen für eine Wohnung oder für ein neues Auto, haben gute Prospekte, diese zurückzuzahlen. Die Banken sollen dafür verantwortlich sein. Die Eigentümer der Banken sollen dafür sorgen, dass diese Rückzahlungsfähigkeit auch gegeben ist. Es gibt tatsächlich, werde ich gleich darauf eingehen, Probleme damit, wenn man versucht gleich diese Verbindlichkeiten weiterzuleiten, zu verkaufen. Aber eine Volkswirtschaft, die aufmerksame Eigentümer von diesen Krediten hat, soll sowas eigentlich grundsätzlich nicht zulassen. Und wenn das passiert, ist es Betrug. Ja, und deshalb glaube ich nicht, dass sowas wie Ende der 2000er Jahre, was damals geschehen ist, wieder passiert, ohne dass die regulatorischen Seiten geweckt werden. Wir hoffen wenigstens, dass unsere Regulierungsbehörden, unsere Bankaufsicht auch darauf aufpasst. Aber die Banken sollen selber daran Interesse haben. Wenn man nicht nur an die Vergabe der Kredite verdient, sollte man eigentlich als Eigentümer der Kredite beziehungsweise Eigentümer der Bank, soll man dafür sorgen, dass die Bank als fortwährendes Ding weiterlebt und Gewinne abwirft. Kann kein Mensch, der vernünftig ist, daran Interesse haben, zu wollen, dass eine Bank zugrunde geht. Deshalb, was passiert damals, ist wirklich aufgrund des Verhaltens von Bankmanager passiert. Leute, die Kredite zum Beispiel
Kreditnehmer gefunden haben und diese Kredite, die man vergeben hat, einfach mal weitergeleitet an Leute, die nicht Due Diligence grundsätzlich untersucht haben, ob die Bonität dieser Kredite tatsächlich gegeben war. Aber auf jeden Fall, diese reduzierte Darstellung soll dafür davon ausgehen, dass man dafür sorgt, dass Leute, die solvent sind, Kredite bekommen und Leute, die nicht solvent sind, keine bekommen. Und wir haben das mathematisch zunächst einmal gezeigt. Es war eine relativ einfache Darstellung. Also wenn Sie weiter in der Makroökonomik machen, Makro 2, machen wir viel kompliziertere Darstellungen, weil die Welt aus mehreren Perioden besteht. Es geht um Risiko und andere Dinge mehr. Aber in zwei Perioden kann man trotzdem die mathematischen Handwerkzeuge, die wir haben, das Handwerkzeug einsetzen und über die komparative Statik relativ interessante Schlussfolgerungen ziehen. Und Falk wird in der Übung, Falk kennen Sie schon, das alles noch einmal machen, hat schon angefangen damit und ich werde nicht zu sehr viel davon in der Vorlesung machen. Bei mir geht es wirklich darum, zu überzeugen, dass die Ideen von Nutzen sind und sie sind alle. Ich meine, es ist gar nicht so einfach, in die Humboldt-Universität reinzukommen. Insofern haben Sie alle wirklich eine ganz gute Basis an ich sage es nicht als Werbung für die zukünftigen Menschen, die dieses Video angucken, aber wir sind eigentlich gar nicht so schlecht und wir sollen stolz darauf sein. Also insofern, wir gehen jetzt gleich in die Theorie ein für die Leute, die gerade gekommen sind. Es tut mir leid, dass wir nicht mehr Platz für Sie haben, aber es gibt hier Platz auf der Seite. Man sieht auch beschränkt im Bildschirm was. Wir hatten mal dieses sogenannte Zwei-Perioden-Modell. Wir reduzieren diese Entscheidung auf heute und morgen, gegeben, dass ich meine Konsumausgaben abdecken kann mit im Barwert, mit dem Barwert meine Einkünfte zuzüglich Vermögen, dass ich etwa über meine Tätigkeiten als Unternehmen oder dass ich Anteile an einer Firma besitze, das erweitert meine Konsummöglichkeiten. Das lässt sich sehr einfach darstellen mit einem einfachen Zinssatz, also keine Differenzierung, ob ich Kredite nehme oder an andere vergebe. Dann ist es ganz klar, es gibt einen konstanten Anstieg oder Steigung von dieser Budgetgraden. Und das ist minus 1 plus R. Das ist 1 plus R, weil es tatsächlich nur eine Periode zusätzlich gibt. In einem multiperiodischen Modell würde man eigentlich viel mehr auf zukünftige denken. Und es gibt so eine Art, was sind die Opportunitätskosten von eingesetzten Mitteln heute versus morgen und übermorgen, übermorgen. Und man kann davon ausgehen, dass das Kapital nicht gleich zum Ende der nächsten Periode alles aufgebraucht werden muss. Dann reduziert sich die Opportunitätskosten der Ressourcen in die Periode, aber das ist für die fortgeschrittene Vorlesung. Hier sind die Indifferenzkurven, stellen dar, wie betrachte ich verschiedene Bündel, Kombinationen von Konsum heute und morgen. Diese Kurven haben per Annahme diesen Verlauf. Man kann verschiedene Extremmöglichkeiten, wir haben das letztes Mal gesehen, so beschreiben, wie stehe ich dazu, ein bisschen sparsamer heute zu sein, und mehr morgen zu konsumieren, inwiefern kann ich mich gleich vorstellen, gleich glücklich zu sein über diese zwei Möglichkeiten. Und irgendwie IC2 stellt da die optimale Entscheidung für einen Haushalt, der Mittel hat, die durch die Budgetrestriktion BD erfasst wird. Also man kann nicht mehr davon machen, man kann der Bank nicht was erzählen, was nicht wahr ist. Irgendwie in diese Darstellung weiß man schon. Nee, man hat Gehaltszettel vorgelegt und die sind nicht verlogen. Insofern hat man tatsächlich nur OB, also in der horizontalen Achse, als Barwert der Ausgaben. Und das erlaubt mir C1, C2 bei diesen Präferenzen zu leisten, auch wenn mein ganzes Einkommen in der zweiten Periode fällt. Wie gesagt, also es darf eigentlich, gerade in Berlin, wo viele Leute eine Wohnung kaufen wollen, stellen fest, Mensch, das ist nicht mehr so billig wie vor 10 Jahren. Man kann es trotzdem leisten, sich leisten, wenn man einen Kredit aufnimmt.
Und Kredite sind nicht überall schlecht, egal was Ihre Eltern sagen. Meine Eltern haben auch gesagt, sollst niemals Kredite aufnehmen. Aber das ist falsch. Meine Eltern haben selber Kredite aufgenommen, ein Haus zu kaufen. Nicht? Also man kann ein ganzes Haus nicht in einer Periode bezahlen. Man muss einfach gute Dinge sein, dass in den nächsten 10 Jahren, dass es gut läuft. Und wenn es natürlich nicht gut läuft, dann gibt es Möglichkeiten, dass die Wohnung an diejenigen, die Ihnen den Kredit gegeben haben, zurückfällt. Also es gibt solche Möglichkeiten. Das ist alles, also gesicherte Kredite ist eigentlich relativ harmlos, es sei denn, man überbewertet die Objekte, wofür man Kredite braucht. Und in Deutschland ist es sehr schwer. Ich meine, in diesem Land ist es sehr schwer, überhaupt mehr als ein Drittel des Objekts überhaupt über einen Kredit zu kaufen. Man muss sehr, sehr viel selbst Eigenkapital einbringen. Insofern ist dieses Modell sowieso etwas beschränkt in der Anwendung. Aber Menschen nehmen trotzdem Kredite auf. Gucken Sie sich mal die Daten an. Das Volumen an Kredite in Deutschland war vor der Finanzkrise groß, ist nach der Finanzkrise groß. Es gibt Haushalte, die das machen. Es gibt Haushalte, die Kredite aufnehmen, um ein Auto zu kaufen. Es gibt auch Firmen, die über Leasingmodelle Menschen ermöglichen, Konsum von einem Audi jetzt zu genießen, auch wenn sie dieses Auto nicht bezahlen können. Also all diese Dinge sind Möglichkeiten, Ressourcen aus meiner Zukunft in die Gegenwart zu bringen. Das sagt aber nicht, dass wir was alles gleich machen. Das heißt, wir können nicht alle Kredite ohne Ende aufnehmen, aber wir werden immer beschränkt durch unsere Ressourcen. Es geht hier um eine korrekte Einschätzung dieser Ressourcen. Es kann durchaus sein, dass, was ich heute beobachte, eine Signalwirkung hat oder ein Signal darstellt für das, was ich morgen verdienen kann. Und hier in dieser etwas kompliziertere, aber Sie sind alle sehr intelligent, Sie können es ganz, ganz genau verfolgen. Es geht hier um eine Bewegung von dem gegenwärtig beobachtbaren Einkommen von Y1 auf Y1'. Und die Frage ist, wie deutet man das? Ja? Zunächst einmal kann das in beiden Perioden sein. Das würde heißen, in der Periode 2 ist das Einkommen auch Y2' erhöht. Das würde heißen, dass eigentlich meine Budgetrestriktion viel, viel weiter sich verschiebt nach rechts. Oder es könnte sein, dass es tatsächlich nur andeutet, dass ich in diese Periode, dieses Jahr oder in diese Today, ja, mehr Ressourcen habe, aber morgen wird das genauso wie vorhin erwartet. Das würde heißen, eine etwas bescheidenere Verschiebung in Barwert auf B' anstatt B'. Und dieser Unterschied B' im Vergleich zu B'' ist die zukünftig erwarteten Einkünfte, die vielleicht dem Haushalt bekannt sind, aber wir als objektive Ökonomen das nicht unbedingt sehen können. Wenn wir vollkommene Voraussicht über die Haushaltsentscheidungen hätten, dann würden wir es auch verstehen. Aber wir beobachten, die Haushalte verhalten sich ein bisschen anders. Nämlich bei permanenten Erhöhungen der Einkünfte würden sie viel mehr ausgeben. Nicht? Also mein Nachbar, der, als ich nach Berlin kam, er war 16. Ich meine, ich darf das erzählen, weil ich keine Namen erwähne. Aber es ist interessant. Der wollte nicht an die Humboldt-Universität gehen. Er wollte eine Lehre bei einer Bank machen. Okay. Er hat einen sehr guten Notendurchschnitt. Ich weiß, dass er reingekommen wäre damals. Der hat das abgelehnt. Und demzufolge hat er eine sehr erfolgreiche Lehre bei der Deutschen Bank. Ist jetzt in der Regionaldirektion von Brandenburg. Wahnsinn, ja. Und was macht er? Er baut jetzt ein Haus und er ist vielleicht Ende 30. Ich meine, er macht das nicht unüberlegt. Vielleicht kriegt er einen besseren Zugang zum Kreditmarkt. Das bezweifle ich sehr stark. Aber das zeigt, dass er seine zukünftigen Prospekte, seine Chancen, nicht nur heute, sondern auch zukünftig, wobei, wenn Sie nur Lotto gewinnen dieses Jahr, wird das nicht ermöglichen, dass Sie für Ihr ganzes Leben lang so viel konsumieren können. Und das erklärt bei gleich beobachtbarer Bewegung von Y1 auf Y1' unterschiedliche Konsumreaktionen der Konsumenten, weil jeder Konsument selber weiß, was sie oder er mit dieser Erhöhung des Einkommens zu tun hat. Deshalb kann man nicht über den Kamm scheren, sagen, okay, rauf dieses Jahr, whoopie, es wird mehr ausgegeben. Das stimmt nicht unbedingt, selbst bei Menschen, die Zugang zu dem Kreditmarkt haben. Es geht darum, was ist permanent und was ist transitorisch, was ist vorübergehend.
Okay, ganz wichtige Botschaft. Man spricht von permanentem Einkommen. Also das ist ein Ausdruck von Milton Friedman aus den 50er Jahren. Es bleibt seit 50 Jahren ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Wissenschaft. Vorübergehend ist im Gegensatz gar nicht permanent, sondern es ist tatsächlich, wenn man strecken will, eigentlich ganz wenig für die gegenwärtigen Ausgaben ausmachen wird. Und Milton Friedman hat diese Theorie in den 50er Jahren verbreitet. Es wurde auch verfeinert und auch endliche Lebenszeiten sehr, sehr intensiv angewendet. Wir beobachten, dass ältere Menschen sparen. Nicht? Also wir beobachten, dass jüngere Menschen, und das ist schon vor Kreditkarten, Kredite aufnehmen, auch von den Eltern, aber auch überhaupt. Nicht? Also der Kauf einer Wohnung ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Nicht? Und insofern kann man sich vorstellen, dass man eine Vorstellung hat, was ist nachhaltig, das ist ein sehr populäres Wort heutzutage, nicht nur bezogen auf die Umwelt, sondern auch auf andere Dinge. Was ist nachhaltig in meinem Lebensstil und was ist nicht nachhaltig? Ist es nachhaltig, wenn ich einen Mercedes kaufe und nur weil ich mal eine Gehaltserhöhung bekommen habe, oder ist es vernünftig, was ich mache? Nicht? Und mit dieser Linse kann man sehen, dass über ihre Lebenszeit, wenn sie tatsächlich gute durchschnittliche Chancen sehen, würden sie eigentlich etwas eher kreditmarkttätig sein, auf der Kreditnehmerseite sein in den ersten Perioden des Lebens. Und dieses Profil ist sehr typisch für das Einkommen über das Lebenszeit. Vielleicht bei 50, 55 fängt es an, ein bisschen abzubröckeln. Nicht? Das kann man sehr leicht aus den sozioökonomischen Paneldaten in Deutschland sehen. Auch in Amerika ist es so. Und dann fängt man an, tatsächlich zu sparen. Man fährt die Konsumausgaben aber auch nicht zurück. Nicht? Man versucht aus den Ersparnissen, aus dem Ersparten, auch getilgten Hypotheken ist auch Kapital, was einem gehört. Also wenn man eine Wohnung endlich mal abbezahlt hat oder die Hälfte, dann ist es auch potenzielle Vermögenswerte, die man später verfrühstücken kann, also verkonsumieren kann. Also ein sehr schönes Darstellung, schönes Bild, schöne Darstellung, diese Theorie. Es gibt andere Varianten, wenn Sie das interessieren sollte, können Sie mal fortgeschrittene Vorlesungen besuchen. Wir haben auch gesagt, letztes Mal, das ist eine kleine Wiederholung, aber es ist wichtig, es gibt die Darstellung der Folgen einer Zinserhöhung. Wir haben das schon mal gesehen, also wer heute tatsächlich Kredite aufgenommen hat und seien diese Kredite tatsächlich kurzfristig angelegt, dann ist eine Zinserhöhung vielleicht Bad News, das ist eine schlechte Nachricht, weil man eben bei den abdiskutierten zukünftigen Einkünften, mein Barwert heute ist weniger und ich werde mich ein bisschen beschränken müssen. Das hat man in England gesehen in den 90er Jahren, als die Zinssätze raufgegangen sind. Vor allen Dingen, weil die Engländer sehr kurzfristig finanzieren und die Zinssätze sich sehr schnell durchschlagen in die Hypothekenlasten. Weniger so in den USA und in Deutschland ist man etwas längerfristig finanziert. Auf der anderen Seite, rechte Seite, jemand, der oder die gerade sehr, sehr viel heute verdient, hat Riesenvorteile von einer Zinserhöhung. Und man kann tatsächlich die Konsumausgaben entsprechend gestalten, dass man nicht nur mehr heute, sondern auch mehr morgen oder umgekehrt. Mehr morgen, weil ich mehr ausleihen kann und mehr zurückbekommen als Einkünfte morgen, aber ich kriege auch dazu einen vergrößerten Anspruch an Ressourcen über mein gesamtes Lebensintervall oder meinen Lebenshorizont, dann würde ich auch mehr heute ausgeben. Nicht? Weil die Annahme ist, dass beide sowohl Konsum morgen als Konsum heute normale Güter sind. Also wenn ich mehr Gesamtvermögen habe bei gegebenen Preisen, würde ich mehr von beiden in Anspruch nehmen. Okay, ich skizziere zunächst einmal, wie man das formal mathematisch macht, weil die Zeit
nicht ganz ausreicht, um hier jetzt das alles mal aufzuschreiben. Aber ich habe schon gesagt, es ist eine Strategie fürs Leben. In der VWL, wir haben diese Mathekurse. Manche von Ihnen fragen, warum machen wir das? Es ist ganz einfach, weil die Mathe uns eine Sprache liefert, die ganze Aufmerksamkeit eigentlich auf die Annahmen reduziert oder fokussiert. Ich habe Annahmen getroffen durch diese Darstellung, die sehr, sehr entscheidend sind. Also Zugang zu Kreditmärkten. Wenn wir keinen Zugang zu Kreditmärkten, konsumieren wir Y1, Y2, basta. Wir brauchen keine Theorie. Die Welt ist Gott sei Dank etwas komplizierter. Und die Mathematik erlaubt es uns eben wenigstens zu sehen, was ist potenziell möglich und konsistent mit Präferenzen, die auch konsistent sind. Und wenn das auch nicht stimmt, also wenn wir gute empirische Belege dafür haben, dass die Menschen total anders sich verhalten, dann können wir die Theorie tatsächlich wegwerfen. Und das ist schon mal passiert. Also in späteren Veranstaltungen werden Sie sehen, dass bestimmte Annahmen, die wir hier treffen, ein bisschen wackelig sind, liefern nicht immer die richtigen Prognosen, wenn wir sie brauchen. Zeitseparable Nutzenfunktion habe ich schon mal letztes Mal dargestellt. Das hat einen Grund, das hat einen Grund der Konsistenz. Also wenn ich eine Entscheidung heute treffe, möchte ich gerne, dass ich diese Entscheidung nicht morgen automatisch bereue. Eine zeitkonsistente Präferenzstruktur ist ein guter Ausgangspunkt. Denn die Menschen, ich meine, es gibt viele Fälle, wo man weiß, die Menschen sind nicht so rational, zum Beispiel Rauchen. Viele von Ihnen rauchen, ich habe auch selber geraucht als jüngerer Student. Wir wissen, dass es nicht gut für einen ist und man kann es immer auf die lange Bank schieben. Aber wenn man auf die lange Bank gekommen ist, dann sagt man, ja, ich schiebe es doch mal nochmal auf. Und wenn ich wüsste, dass ich mich so verhalte in der ersten Periode, warum soll ich überhaupt diesen Quatsch machen? Ja? Warum soll ich mich täuschen, dass ich irgendwann mal Zigaretten aufgebe? Also diese Zeitinpräferenz, diese Zeitinkonsistenz von Präferenzen wollen wir zunächst einmal ausschließen als Benchmark für das Verhalten von Menschen. Deshalb verwenden wir solche zeitseparable Nutzenfunktionen. Das heißt einfach mal, wenn ich in die zweite Periode komme und es gibt eine dritte Periode, werde ich nicht sagen, hey, ich habe das alles falsch gemacht, wenn ich das gewusst hätte, ja. Es gibt immer Unsicherheit und Enthüllung von neuen Umweltzuständen, Neuigkeiten kommen, also neue Informationen. Das schließe ich erstmal aus. Ich meine, wenn Sie wissen ganz genau, was Sie für Einkommen haben, morgen und übermorgen, würden Sie sich anders entscheiden, wenn Sie in die morgige Periode kommen? Und das ist eine sehr spannende Frage, die vor 50 Jahren gelöst wurde eigentlich. Wir wissen, dass es ganz, wenn wir das mathematisch vorgehen, gibt es bestimmte Beschränkungen auf die Nutzenfunktionen, die hier zulässig sind. Und wir werden erstmal in dieser zwei Perioden periodischen Betrachtung das ganz einfach machen. Und wir verkörpern zum Beispiel menschliche Eigenschaften wie Ungeduld in diesem Beta. Beta ist ein Maß für Ungeduld. Beta kann sehr nah an 1 sein. Das heißt, ich bin ein relativ geduldiger Mensch und ich bin bereit, irgendwie Entscheidungen zu treffen, die morgen favorisieren, relativ zu heute. Umgekehrt könnte Beta sehr klein sein. Ich bin sehr ungeduldig und eine Transformation davon ist die sogenannte Nutzen-Diskontrate. Das ist wie ein Zins. Und in fortgeschrittenen Modellen hat diese Diskontrate in der langfristigen Betrachtung sehr, sehr stark mit dem eigentlichen Marktzins zu tun. Aber das besprechen wir später. Wir haben die Budgetrestriktion aufgeschrieben, wir haben Lagrange-Ansatz angemahnt. Später im Makro 2 werden wir Lagrange massiv benutzen, weil wir multiperiodisch arbeiten. Wir werden mit mehreren Perioden, wir werden teilweise mit unendlich vielen Perioden. Und bei Diskontierung ist es gar keine Sünde, weil diese Summe, diese unendliche Summe tatsächlich endlich ist, auch in Erwartungswert. Das ist eine ganz spannende, mathematische, robuste Idee. Und da kann man trotzdem eine Entscheidungsregeln ableiten, die relativ gut abbilden, was die Menschen tatsächlich tun, wenn sie diesen uneingeschränkten Zugang zum Kapitalmarkt haben. Dann schränken wir die Kapitalmarktzugänge ein und dann kommen wir auf eine Konsumfunktion, die vernünftig aussieht.
Und wir hatten mal, letztes Mal, Sie werden sich erinnern, wir hatten diese Bedingung erste Ordnung. Das ist eine ganz schöne Grundlage für später. Das ähnelt sehr viele Bedingungen, die wir später sehen werden. Und die, es geht um die Logik, ja, es geht um die Bewertung relative Möglichkeiten, Konsum heute und morgen. Also wenn ich Konsum heute tätige, kriege ich einen Nutzen daraus. Grenznutzen auf der linken Seite dieser Gleichung, auf der rechten Seite ist sozusagen meine Opportunitätskosten. Was hätte ich sonst mit dem Konsum machen können? Ich hätte einfach das zur Bank oder in einen Kokosnuss investieren können. Und was kriege ich dafür? Ich kriege eine Verzinsung. Aber was bringt diese Verzinsung? Diese Verzinsung bringt mir Crusoe eine Einheit Konsum in der zweiten Periode, 1 plus R davon, und eine kleine Veränderung der Konsum in der zweiten Periode bringt mir allerdings nicht den Grenznutzen von heute, sondern den Grenznutzen von morgen. Das heißt, dieser U-Strich an der Stelle C1 ist nicht gleich U-Strich an der Stelle C2. Die Funktion wird ausgewertet oder bewertet an verschiedenen Stellen, verschiedenen Argumenten. Das heißt, wenn Sie viel mehr konsumieren morgen, wird Ihr Grenznutzen bei dieser Nutzenfunktion kleiner sein, als er heute war. Ja, das ist die Konkavität der Funktion, kommt zum Tragen. Und diese Grenznutzen morgen ist mir nicht so viel wert, weil ich ungeduldig bin. Deshalb teile ich durch 1 plus Rho. Und das ist dasselbe wie multiplizieren mit Beta, meinem Diskontfaktor. Also für viele scheint es irgendwie sehr pedantisch zu sein, aber es hat einen Zweck, weil das sehr wichtig ist. Ja? Ja. Diese Nutzungskontrakt, die kann 0 bis 1 sein. Oder? Liegt im offenen Intervall. Genau. Ja. Und wenn die maximale Unsicherheit... Nee, Diskontfaktor. Genau, und bei dem Diskontrate kann... Diskontrate muss positiv sein. Genau, da kann man also die maximale Unsicherheit... Wenn man ja maximale Nutzen des Kontrates nimmt, wäre ja sozusagen 2 und den Nutzen von der zweiten Periode durch 2 wäre das ja ein bisschen absolut unsicher. Nein. Also Rho könnte im Prinzip auch 0 sein. Nicht? Also es könnte auch unendlich sein. Unendlich würde eins sagen, sehr, sehr ungeduldig, und das würde Beta gegen 0 sein. Dann würden Sie fast alle Nutzen in die erste Periode bewerten, hochbewerten, und das andere egal. Aber wir lassen offen Intervall, weil wir nicht unbedingt den Fall haben wollen. Wir wollen tatsächlich, dass die Menschen überhaupt Interesse haben, irgendwas in die Zukunft zu schieben, aber ganz wenig vielleicht, nicht, wenn sie sehr ungeduldig sind. Oder wenn sie sehr viel Geduld haben, würden sie nicht auf Konsum komplett verzichten heute, sondern sie werden immer ein bisschen haben. Ne? Also, es gibt auch solche Menschen, so ja, Midas. Sowas. Okay? Ganz, ganz interessante Gleichung für die Leute, die sich für Finanzierungswissenschaft interessieren. Das ist eine Bewertungsformel. Das ist eine Möglichkeit, wenn Sie eher als Zufallsvariable zunächst einmal betrachten würden, wäre es natürlich nicht ganz richtig. Man müsste Erwartungsoperator auf der rechten Seite haben. Das heißt, ich verzichte auf Konsum heute für den erwarteten Grenznutzen morgen. Und das heißt, er könnte eine Zufallsvariable sein. Und viele Finanzierungswissenschaftler haben das mal seit 30 Jahren manipuliert, um quasi Bewertungsformeln, also das sogenannte CAPM-Modell hat eine Basis in der Konsumtheorie, die genauso aussieht. Okay? Für die Leute, die BWL machen und sich langweilen, ist es tatsächlich sehr interessant. Ja, man kann sehr, sehr viel davon ableiten, auch die ganzen Kovarianzen und Varianzen Beta, also Beta nicht in diesem Sinne, sondern Beta im finanzwissenschaftlichen Sinne, kann man auch da ableiten. Interessant für mich ist diese Idee. Also wenn ich meine Bedingung erster Ordnung aufgeschrieben habe, dann kann ich fragen, was passiert, wenn irgendwas, geschieht, was Crusoe nicht selber kontrollieren kann. Wir reden von komparativer Statik. Wir reden genau von diesen Kurvenverschiebungen, die wir hatten, aber wir wollen das jetzt formalisieren. Ohne Kurven. Jetzt schreibe ich ein paar Gleichungen auf, wie kann ich das lösen? Ja, und die Tradition in der Mikro- und Makroökonomik in Modellen, die überschaubar sind, ist, man verwendet die Differentialrechnung. Nicht? Die Analyse, was ist die Ableitung von x nach y und wie kriege ich das alles zusammen?
Ich werde einfach mal die Regeln verbal schildern und Sie werden das sicherlich in den nächsten Wochen, nicht nur in dieser Woche, sondern in den folgenden Wochen machen. Die allgemeine Strategie ist ganz einfach. Sie können auch sehr, sehr komplizierte Probleme lösen. Nächstes Jahr werden wir die Anwendung von der kramische Regel, Lösung von Systemen von Gleichungen anschmeißen. Das geht zurück auf diese Idee. Man nimmt einfach eine totale Ableitung von einer Bedingung, die das Optimum oder das Gleichgewicht schildern sollte. Und dann sammelt man die endogenen Variablen auf der einen Seite und die exogenen Variablen auf der anderen Seite und man löst nach dem sogenannten Multiplikator. Also wie reagiert etwas auf etwas, was Crusoe, unsere Entscheidungsträger, nicht steuern kann. Crusoe konnte in diesem Modell nicht Y1 steuern. Das heißt, wir könnten tatsächlich diese Bedingung erster Ordnung total ableiten und nach Einsätzen für C2 per Budgetrestriktion kriegen wir tatsächlich einen Ausdruck für DC1, DY1. Nicht? Wie reagiert Crusoe auf eine Veränderung heute, seine Einkünfte heute, auch in Bezug auf seinen Konsumwünsche heute? Vermutlich ist das positiv, aber wir haben gerade grafisch gesehen, dass es durchaus variabel sein, nachdem, was es für zukünftige Bedeutungen hat. Das heißt, wir müssen irgendwie mehr ausschließen, dass Y2 sich ändert. Man kann auch DC1 DR ableiten. Und das heißt komparative Statik, weil man alle anderen Dinge konstant hält. Ceteris paribus. Nicht? Das ist, wir sagen ja, wir frieren die anderen Faktoren ein. Das ist ein Gedankenexperiment. In der Regel ist es nicht möglich für uns Wissenschaftler einfach zu sagen, okay, ich halte alles konstant und ich lasse das eine sich ändern und mal sehen, was passiert. Das können wir aber in unseren Theorien machen. Deshalb ist die Theorie eine Art Labor für unsere Ideen und dann müssen wir das mit den Daten konfrontieren. Nicht? Also es gibt viele Dinge, die gleichzeitig ändern. Also wenn gerade jetzt die Zinssätze fallen, dann könnte man sich vorstellen, was es für Auswirkungen auf die deutschen Haushalte hat. Das ist eine sehr schöne Klausuraufgabe. Was sagt diese Theorie darüber? Gegeben, dass ich Ihnen sage, dass die Deutschen massive Sparer sind. Die haben wahnsinnig viel Geld auf der Bank. Die haben es noch nicht in Real Estate gebracht. Wie wirkt eine Senkung der Zinssätze darauf? Ceteris paribus. Gleichzeitig wächst das Einkommen in Deutschland. Wir haben Wachstum, wir haben noch keine Rezession im Vergleich zu anderen Ländern in Europa. Das heißt, eigentlich ist es nicht genug, nur um den Zins zu schielen. Man müsste die anderen Faktoren auch mit berücksichtigen. Man kann trotzdem ein Gedankenexperiment über das eine oder das andere machen. Und deshalb müssen wir, wenn wir diese Lösungen im Sinne der komparativen Statik machen, müssen wir alle anderen Veränderungen gleich Null setzen. Nicht? Diese totale Ableitung bilden, das ist die erste Schritt, der erste Schritt, zweiter Schritt, ich setze alle kleinen exogenen Veränderungen gleich Null, die mich nicht interessieren und dann löse ich nach die Reaktion. Man kann es genauso machen mit diesem und loslegen. Man kriegt tatsächlich Ergebnisse, die ich hier nur zusammenfasse. Nicht? Also wie gesagt, in der Übung wird das ein bisschen intensiver gemacht und wir werden es nächstes Semester noch intensiver machen. Was Sie jetzt mal lernen sollen, ist genau das, was wir von den Abbildungen mitgenommen haben. Also diese grafischen Ideen und ich bin fest überzeugt, dass sowohl die Grafik, als auch die Mathematik notwendig ist, um einen gut gegründeten Volkswirt oder eine gut gegründete Volkswirtin zu machen. Also ansonsten haben Sie nur ein Auge oder Sie können nicht ganz gut sehen aus beiden. Also insofern, erste Schlussfolgerung, Omega. Omega ist der horizontale Abschnitt, dieser Schnittpunkt der Budgetrestriktion, das war der Barwert. Wir haben das als Vermögen bezeichnet. Das ist ein sehr allgemeines Konzept. Das bezieht sich auch nicht nur auf Barwert von Ihren menschlichen Arbeitsmarkteinkommen, sondern es gibt auch vielleicht die Möglichkeit, dass Sie einfach Geld haben. Sie haben Geld auf der Bank oder Sie haben Eltern, die Ihnen Geld geben, also Transferzahlungen. Das ist alles dabei. Und eine
Erhöhung von Omega hat eine positive Auswirkung auf den Konsum heute. Und Omega kann auch durch Dinge bewegt werden, die gar nicht sichtbar sind. Wenn die Menschen plötzlich positive Erwartungen von der Zukunft haben, obwohl heute das nicht widerspiegelt wird, kann man trotzdem beobachten, dass der Konsum sich erhöht. Und das gab es interessante, super Beispiele aus der Wirtschaftsgeschichte der letzten 100 Jahre, wo das passiert ist. Einmal ist Ostdeutschland. Ostdeutschland, nach der Wiedervereinigung, haben die Menschen wie die Weltmeister angefangen, Geld auszugeben, obwohl die Einkünfte sanken. Menschen wurden entlassen. Ostdeutschland war eigentlich wirtschaftlich ziemlich am Boden zerstört. Und trotzdem haben die Menschen Geld ausgegeben. Wie kann das sein? Weil sie zukünftige Erwartungen gebildet haben und eigentlich letztendlich 20 Jahre später haben Recht bekommen. Es geht den Ostdeutschen sehr gut, sind auch glücklich, also nach meinen Daten wenigstens, fast so glücklich wie die Westdeutschen. Insofern, das ist ein super Beispiel dafür. Wir haben auch gelernt, und wir würden auch lernen, dass eine komparativ statische Erhöhung von Y1 alleine würde auch positive Auswirkungen auf die gegenwärtigen Konsumausgaben haben. Man spricht von einem Einkommensmultiplikator noch nicht, weil das wir haben noch nicht, aber wir wissen, dass es sicherlich eine etwas bescheidenere Reaktion nach dieser Theorie als die erste. Die erste Reaktion, das ist eine vollblutige Erhöhung meiner Ressourcen in beiden Perioden. Sonst nur heute, naja, ein bisschen weniger, ich würde vielleicht ein bisschen doch sparen, ein bisschen für morgen aufheben. Das ist eine ganz robuste Prognose. Und man kriegt auch aus dieser Theorie, das ist sehr schön, wir werden dann ein Handout dazu, ich habe ein Handout jedes Jahr ausgeteilt. Wenn Sie ins Lehrbuch gucken, sehen Sie es ganz im Detail. Diese Nicht-Eindeutigkeit der Reaktion auf den Zins hängt davon ab, ob Sie Kreditnehmer oder Kreditgeber in der ersten Periode sind. Es gibt auch eine Zerlegung, das habe ich hingewiesen, diese Zerlegung deutet darauf hin, dass bei gleichem Einkommen oder bei gleichem Nutzen ein Substitutionseffekt eine Zinserhöhung gibt. Man würde bei gleichem Nutzen doch ein bisschen mehr morgen konsumieren, weil die relativen Preise sich so geändert haben und meine Grenzrate der Substitutionskonsum morgen für heute würde sich entsprechend auch ändern, wenn ich mich optimal verhalte. Okay, es ist mundvoll, aber es ist wirklich so. Und dann gibt es diese gesamte Effekte auf den Barwert meines Gesamtvermögens und sozusagen bei gleichem Einkommen, was passiert mit meinen optimalen Ausgaben. Okay, das ist ein tolles Modell und das ist ein Grundstein, der, ich meine, Sie können auch mit Nobelpreisträgern über dieses Modell reden, aber Sie werden natürlich nicht sehr intelligent, wenn Sie sich darauf beschränken, weil das Modell sehr, sehr viele Möglichkeiten eröffnet, getestet zu werden. Und viele Tests zeigen, dass die Menschen sich doch ein bisschen anders verhalten. Und vor allen Dingen diese Idee, dass man nicht sofort zur Bank gehen kann und sagen, hey, ich kriege jetzt eine Gehaltserhöhung für die nächsten 5 Jahre, ich möchte jetzt schon meine Wohnung kaufen. Erstmal müssen Sie die Bank überzeugen, dass es überhaupt barwertmäßig geht, dass Sie das tragen können. Nur weil sie Gehaltserhöhung heißt nicht, dass sie gleich eine Wohnung kaufen können, aber meinetwegen, es war eine gute, sie haben gute, relativ geringe Kündigungschancen, oder die Firma ist nicht ein Fly-by-Night, es wird fortbestehen. Und selbst dann kann es sein, die Bank sagt, nein, wir machen das nicht. Und das heißt nicht Diskriminierung, sondern wir machen es einfach nicht. Wir geben keine Kredite an Menschen, die unter 29 sind. So, das kann es eigentlich nicht geben, aber man sagt, es gibt Leute, die kreditbeschränkt sind. Vielleicht gibt es tatsächlich Gründe zu zweifeln, vielleicht gibt es Risiko. All diese Dinge können wir später mal besprechen. Wir gehen erstmal davon aus, dass es nicht klappt. Was passiert dann? Der Haushalt ist gezwungen, aus dem gegenwärtigen Einkommen in gänzlicher Summe zu konsumieren. Das verfügbare Einkommen heute ist gerade das verfügbare. Und wir sehen, dass das verfügbare Einkommen ökonometrisch eine größere Rolle hat, als diese Theorie sonst prognostiziert. Nicht? Das heißt, die Menschen reagieren etwas empfindlicher auf das verfügbare Einkommen, als wäre es nur ein Teil einer Konstellation von Einkünften, die man hin und her schieben könnte, als wäre man selber ohne Kreditbeschränkungen da.
Nicht? Und das, trotzdem muss man einschränkend sagen, nur weil es die Reaktion gibt, heißt es längst nicht, dass die Theorie futsch ist. Also das heißt, die Menschen beobachten YD raufgehen und sie müssen es interpretieren. Und wenn sie tatsächlich guter Dinge sind und glauben, es gibt Wachstum in der Zukunft und es gibt einige Länder in der OECD in den letzten 30 Jahren, wo es wirklich gut ging, man kann das genau in den Konsumausgaben der Haushalte wiedersehen, man kann das auch in den Immobilienpreise der Haushalte wiedersehen und das hat eine gewisse selbststärkende Auswirkung, nicht? Das heißt, Sie müssen trennen, erstmal ist das verfügbare Einkommen ohnehin ein Teil des Gesamtvermögens, aber ein kleiner Anteil, aber daher, davon abgesehen, gibt es trotzdem Möglichkeiten zu erklären, weshalb diese erhöhte Empfindlichkeit der Konsumausgaben heute auf Einkommen heute Tatsache ist. Es gibt Kreditbeschränkungen. Es ist, man braucht nicht sehr, sehr viel darüber zu reden. Es ist interessant, weil viele Länder haben unterschiedliche Handhabung von Krediten. Es ist viel schwieriger in Deutschland eine Kreditkarte zu bekommen als in England. Einige von Ihnen werden vielleicht eines Tages in Großbritannien studieren. Ich habe selber in den USA studiert und ich kriegte selbst als Student Zuschriften von Banken, haben mir Kreditkarten angeboten. Ja, ich meine, wie kann das funktionieren? Die wissen gar nicht, was ich mache. Ich habe mich nicht darum gekümmert, ich habe keinen Antrag gestellt, aber die haben mir die Antragsformulare geschickt. Und die Frage ist, angenommen, ich hätte das, die hätten wahrscheinlich nach meinen Eltern gefragt, die hätten wahrscheinlich gefragt, ja, werden Sie fertig in den nächsten 2 Jahren und all diese Dinge. Und im Schnitt als massive Kreditmaschine haben sie gesehen, ja, der Typ hat so und so viel Risiko, den geben wir trotzdem eine Kreditkarte. Aber die meisten kriegen keine Kreditkarte. Ich habe auch keine Kreditkarte gekriegt, bis ich meinen ersten Job bekommen habe. Insofern ist es selbst in den USA nicht ist nicht selbstverständlich. Nicht? Es gibt Leute, die kreditbeschränkt sind. In Deutschland ist es schwer, eine Kreditkarte zu bekommen. Und die meisten von ihnen bekommen eine Debitkarte, was ist ganz anderes. Sie kriegen einen kleinen Kreditrahmen mit ihrer EC-Karte verbunden. Das ist eine ganz andere Sache, das ist eine ganz andere Nummer. Aber sie haben vielleicht trotzdem Zugang zu ihren Eltern, zu der Tante, die vielleicht ein bisschen Geld hat. Oder sie haben Freunde. All das ist ein Kreditmarkt letztendlich. Vielleicht zu ungünstigen Bedingungen, vielleicht zu sehr hohen Zinsen. Nicht? Das muss man auch berücksichtigen. Also verschiedene Zinssätze ist auch eine Beschränkung der Kreditbedingungen, die Robinson Crusoe auf seiner Insel hat. Und da kann man sehr schön das abbilden. Kreditbeschränkungen heißt, und das ist extrem, also Crusoe hat Einkommensprofil bis B, also Einkommen heute. Er würde gerne mal vielleicht entlang dieser Gerade AD sich bewegen, er würde gerne mal bei Punkt R sein, er würde gerne einen Kredit aufnehmen, aber kriegt den Kredit nicht. In dem Fall ist er gezwungen oder ist sie gezwungen, auf Punkt A zu bleiben. Da kann man sich vorstellen, dass eine kleine Erhöhung von Einkommen bringt man von Punkt B nach rechts und das würde sofort in den Konsum gehen. Es würde voll in den Konsumausgaben gehen, also eine kleine Bewegung von A nach rechts würde also sofort, solange diese Kreditbeschränkung bleibt, dieser Eckpunkt bleibt optimal für den Haushalt. Also mit diesem Wissen kann man tatsächlich anfangen, über eine Konsumfunktion zu reden. Also eine Funktion ist ein Versuch über Datenkompression zu reden. Also wie kann ich diese Kompliziertheit der deutschen Wirtschaft oder der US-amerikanischen Wirtschaft reduzieren auf eine Funktion, die wir hinschreiben können und sagen, okay, so Pi mal Daumen, so verhält sich die Volkswirtschaft. Es gibt Gründe, ein bisschen verdächtig da hinzugucken, okay, ist es wirklich robust? Es gibt eine Kritik von solchen Funktionen, aber zunächst einmal als Makroökonom der ersten Klasse, also die müssen wir irgendwo anfangen und die Tradition in der Makroökonomie ist immer von einer Art Konsumfunktion zu reden, wohl wissen, dass es vielleicht bei der Politikintervention etwas problematisch sein kann. Das ist ein wichtiges Thema später, aber wir sollen jetzt nicht alles wegschmeißen. Wir haben diese Erkenntnisse, die Ökonometrie hilft uns, ich zeige Ihnen gleich. Wir wissen, dass es ungefähr 3 Faktoren gibt, die die Konsumausgaben in einem Land wie Deutschland oder in den USA oder in Großbritannien beeinflusst. Zunächst einmal Gesamtvermögen der Haushalte.
bei gegebenen Haushaltsstrukturen und Eigentumsstrukturen kann man sagen, eine Erhöhung der Werte von Finanz- und Realaktiva beeinflusst die Wünsche der Konsumenten, jetzt auszugeben, Geld auszugeben heute. Ich werde Ihnen gleich mal zeigen. Aber Sie haben gehört, was ich gesagt habe. Bei gegebenen Strukturen, wenn nur die Reichen eine Erhöhung ihrer Finanzaktiva bekommen, vielleicht wird das nicht so stark auf die Konsum durchschlagen, wie wenn alle Menschen gleichzeitig mehr Vermögen bekämen. Deshalb ist die Struktur der Vermögenshaltung auch wichtig. Das entdecken wir in den letzten 10 Jahren. Es gibt sehr viele interessante Studien über die Auswirkungen von Verteilungseffekten, nicht? Und gerade ein Immobilienboom hat bestimmte Auswirkungen auf Menschen, die sonst keine Aktien besitzen, aber ihre aktiver Wert, also ihre Vermögenswerte sind tatsächlich real platziert. Und wir werden gleich sehen, was es für eine Auswirkung haben kann. Und allerdings, das abgezinste Lebenseinkommen ist auch wichtig. Das heißt, also wir haben gesehen, 2/3 der Einkünfte sind am Arbeitsmarkt erwirtschaftet, von Menschen, die nicht unbedingt Kapitalisten sind, aber sie haben Zukunftserwartungen und das steuert ihre gegenwärtigen Wünsche auszugeben. Dann gibt es die Leute, die kreditbeschränkt sind, nicht? Also das verfügbare Einkommen hat eine Sonderrolle in dieser Funktion. Und dann gibt es den Zins. Und der Zins ist sehr, sehr tricky. Also der Zins ist trickreich, weil der Effekt nicht eindeutig ist. Eine Zinserhöhung könnte durchaus für eine Volkswirtschaft, wo die Menschen im Schnitt Kreditgeber sind, positiv auf die Konsumausgaben auswirken. Eine Zinserhöhung bewirkt auch bei Kreditnehmern eine negative Auswirkung auf ihre gewünschten Konsumausgaben. Das heißt, im Netto muss man die Struktur der Kreditvergabe in einer Volkswirtschaft sehr gut kennen. Also in den USA ist dieser Effekt negativ, in Deutschland ist es möglicherweise positiv. Es gibt allerdings einen zweiten Effekt einer Zinserhöhung. Beim Vermögen ist es eindeutig, eine Zinserhöhung mindert den Barwert von zukünftigen Einkünften. Das heißt, es würde im Prinzip auch einen negativen Einfluss auf die Konsumausgaben haben. Man kann in bestimmten Fällen, also bei bestimmten Funktionen, heben diese Zinseffekte exakt auf und es gibt keinen Effekt. Zum Beispiel eine Cobb-Douglas-Nutzenfunktion im zweiperiodischen Fall hat die schöne oder unschöne Eigenschaft, dass der Zins gar keinen Effekt auf die Ausgaben hat. Okay, aber das ist ein Sondereffekt. Aber man zeigt damit, also gerade in der Lehre zeigt man, dass diese Einkommens- und Substitutionseffekte bzw. Vermögenseffekt sich aufheben und man fokussiert sich wirklich auf Vermögen und Einkommen. Und wenn Sie zum Beispiel zum DIW in Berlin gehen und mit den Leuten unterhalten, die sagen, also was eindeutig ist, also in Deutschland ist Einkommen wichtig, auch Vermögensbewertung. Und man kann natürlich auch die Erwartungen der Zukunft sehen. Das habe ich letztes Mal auch gezeigt, dass in Deutschland die Konsumausgaben erstaunlicherweise stabil waren, obwohl die Rezession in Deutschland sehr stärker als in den USA, viel stärker zu Buche geschlagen hat als in den USA. Also die Konsumfunktion kann man so als kurze Schreibweise aufschreiben. Das sind die wichtigsten. Sie sehen, ich habe den Zins unterschlagen. Der Zins kommt, wenn man wirklich darauf besteht und weiß, ja, es ist eindeutig positiv oder negativ. Sonst geht es über das Vermögen, dieser Abzinsungseffekt über den Wert des, den Barwert des Vermögens in der Funktion. Das ist eine ganz wichtige Relation. Man kann tatsächlich mit der Ökonometrie das schätzen. Wir können das testen mit Daten. Ich zeige Ihnen ein paar Daten, wo es vielleicht interessant ist. Das ist Frankreich. Frankreich über die letzten 40, 50 Jahre. Jeder Punkt ist ein Jahr, nicht? Und Sie sehen, auf der linken Seite haben wir Haushalte auf der X-Achse abgetragen. Haushaltsvermögen ist geschätzt. Natürlich, die Franzosen sagen nicht immer, was sie besitzen, genau wie die Deutschen. Es ist sehr schwer zu wissen, was die Menschen tatsächlich besitzen. Viele Leute haben irgendwas in Luxemburg, ich will gar nicht davon wissen.
Aber auf jeden Fall, man hat Erhebungen und die meisten Menschen sind in der Mitte. Die Leute, die den größten Anteil der Ausgaben ausmachen, sind die Leute in der Mitte. Und man hat eine ziemlich gute Idee. Allerdings, ja, wie viel ist mein Haus wert? Wenn ich in Paris wohne, ich habe die Wohnung vielleicht für 120.000 Euro gekauft vor 30 Jahren. Jetzt ist die Wohnung 2 Millionen wert. Nicht? Aber das schlägt überhaupt nicht irgendwo zu Buche, weil die Menschen vielleicht nicht erhoben werden in der Befragung, in der Erhebung. Auf jeden Fall sieht man über die Jahre hinweg steigendes Haushaltsvermögen, steigender Konsum. Man könnte sagen, naja, die Wirtschaft ist gewachsen die ganze Zeit, das ist doch klar, das müsste sein. Auf der rechten Seite sehen, das ist noch deutlicher. Also Konsum und Einkommen verhalten sich fast linear. Und das ist auch so eine schöne Sache. Wenn man so sieht, kriegt man wirklich ein tolles Gefühl. Mensch, was ich mache, hat irgendwie einen Sinn. Ist wie ein Arzt irgendwie einen Patienten zur Gesundheit wiederbringt. Wenn ich das sehe, dann erwärmt mein Herz, ne? Also mein sonst kaltes Herz, VWL-Herz. Aber auf der linken Seite sehen Sie, wie schwach diese oder nicht lineare diese Beziehung ist. Wir müssen uns richtig bemühen, um zu erklären, was da passiert ist. Auf jeden Fall, auf der rechten Seite ist, was Keynes eigentlich in den 30er Jahren als Grundlage seiner Theorie aufgeschrieben hat. Der ist so weit gegangen und hat gesagt, also ich behaupte, Konsum sei eine lineare Funktion des Einkommens, basta. Geht ein bisschen zu weit mit der Vereinfachung, weil wir wissen, gerade im Falle der Ex-DDR, dass die Konsumausgaben heute sehr, sehr stark abweichen können von dem verfügbarem Einkommen heute und tatsächlich vom BIP heute, weil es vielleicht andere Dinge im Spiel gibt. Also die Transformation Osteuropa bezogen jetzt gerade auf die DDR, Ex-DDR, aber auch auf alle Länder im Osten Europas, die zur Marktwirtschaft übergegangen sind in den letzten 20 Jahren, die haben alle eine sehr starke Entwicklung im positiven Sinne erlebt. Es wird nicht in der Presse irgendwie bejubelt, aber es ist tatsächlich so, den Menschen in Polen geht es wahnsinnig besser als vor 30 Jahren. Im Differenzbetrag viel besser als den Ostdeutschen geht. Die haben einen viel höheren Sprung gehabt in Polen. Und ich freue mich, dass es tatsächlich geklappt hat. Nicht nur dort, in der Slowakei, in Tschechien, in Ungarn, auch in Rumänien. Redet kein Mensch davon, aber schauen Sie sich mal die Daten an. Kommen Sie in meiner Vorlesung Europäische Integration, ich zeige Ihnen, wie das vonstatten gegangen ist. Aber auf jeden Fall, Menschen, die rational sind, sehen heute die Mauer fallen und was macht man? Wenn ich vernünftig bin und die Zeitung lese, dann habe ich schon den Eindruck, ja, es wird uns besser gehen in 20 Jahren, vielleicht viel besser, als wenn diese Diktaturen nicht weggeputzt worden wären. Dann vielleicht könnte man sich vorstellen, dass die Dinge ein bisschen widersprüchlich hier aussehen, also Vermögen nach oben, gegenwärtige Einkünfte, gegenwärtiges BIP nach unten, weil die Transformation heute war schlechte Nachricht. Das BIP in Polen ist massiv gefallen. In der DDR ist um 25% gesunken. Nicht? Also das heißt, sollen die Menschen tatsächlich jetzt in ein Loch kriechen? Nein, die haben anders berechnet. Die haben wahrscheinlich auch damit gerechnet, dass sie Transferzahlungen aus dem Westen bekommen. Das gehört auch zum Einkommen. Und das hat natürlich eine ganz andere Farbe der Situation. Allerdings könnte man sagen, die Polen hatten es nicht so gut wie die Ostdeutschen, weil die Ostdeutschen nicht so beschränkt waren in ihrem Zugriff auf Ressourcen über Darlehen, auch über Transferzahlungen aus dem Westen Deutschlands. Das war ein Land, Brüderschaft, Solidarität. Also mit Polen hatte man nicht diesen Vorteil. Man hat trotzdem beobachtet, dass die Konsumausgaben angestiegen sind, weil die Menschen tatsächlich realisiert haben, hey, also wenn ich meinen Job behalten kann und irgendwie mal was Vernünftiges machen kann, wird es uns besser gehen. Diese Menschen haben Recht bekommen. Also insofern, was ich hier zum Ausdruck bringen will auch, ist, dass der Überschuss in der Leistungsbilanz der Indikator ist für die Möglichkeit für Länder aus der Zukunft insgesamt zu borgen.
Nicht? Also wenn ein Land ein Leistungsbilanzdefizit hat, heißt es nicht, dass es ein schlechter Mensch oder schlechte Menschen sind, sondern die versuchen tatsächlich Ressourcen aus dem Ausland über Kredit- oder Investitionstätigkeiten zu holen. Und wenn das zurückgezahlt werden kann, ist es ganz legitim. Nicht? Also Polen hatte gerade einen schlechten Ruf damals. Polen hatte gerade in den Anfang der 90er Jahre eine riesen Restrukturierung von internationalen Krediten, die aus der Zeit des Kommunismus aufgenommen wurden. Die deutschen Banken waren sehr, sehr stark involviert. Das heißt, die deutschen Banken wollten keinen Pfennig mehr an Polen geben. Und das betrifft alle internationalen Banken. Das heißt, die Polen müssten tatsächlich kreditbeschränkt aus dieser Schlamasse selber sich rausziehen, anders in Ostdeutschland. Andere Anwendung. Es wird noch interessanter, wenn man sich die Immobilienkrisen der letzten Jahre anguckt. Es gibt so viele. Ja. Es ist nicht nur in den USA, es gibt auch in Irland, in Spanien, Großbritannien teilweise. Man hat auf jeden Fall das mit zwei Augen zu betrachten. Zunächst einmal hat man Kapitalgüter, man hat Wohnungen gebaut in sehr, sehr großem Ausmaß. Das ist Kapitalbildung. Die Wohnungen gehen nicht weg. Also nur wenn Kredite nicht zurückgezahlt werden, heißt das nicht, dass die Wohnungen verschwinden. Das heißt, jemand muss es übernehmen, die Banken müssen Verluste zu Buche schreiben und weitermachen. Aber warum? Warum gab es diesen Boom? Die Konsumenten haben wahrgenommen, dass es ihnen besser geht. Die Banken haben ihre Kreditbeschränkungen gelockert, vielleicht aus regulatorischen Gründen. Und vielleicht war das auch in Rückblick etwas fehlerhaft, was damals passiert ist, auf jeden Fall in den USA. Aber wir haben auf jeden Fall beobachtet, dass in diesen Ländern mehr für Wohnungen, für Häuser, für Hausbau ausgegeben wurde. Und es gab dazu einen starken Preisanstieg. Ich habe das Bild schon letztes Mal gezeigt. Ich zeige es noch einmal, um Sie daran zu erinnern. Die Hypothekenvergabe in Volkswirtschaften ist durchaus unterschiedlich. Nicht? Also gerade in diesen Ländern wie Spanien, in Irland zum Beginn der Periode waren es relativ wenig Kredite über Hypotheken. Das ist ganz am Anfang der Reise und die Regulierung führte dazu, dass plötzlich die Menschen, die vielleicht doch kreditwürdig waren, aber vielleicht nicht in dem Ausmaß, sich übernommen haben. Und die Banken haben, wie in den USA, versucht irgendwie diese Kredite von sich wegzuschieben oder darauf zu verlassen, dass regulatorisch sie ein Bailout bekommen würden. Also viele, in Spanien zum Beispiel, gab es diese Sparkassen, die alle lokal agierten und sehr viele unsinnige Investitionen getätigt haben. Aber Sie sehen ja in anderen Ländern wie in England, in den USA oder auch in Holland gibt es eine relativ gut ausfinanzierte Hypothekenstruktur. In Deutschland ist es sehr bescheiden. Und in Deutschland besitzen wenig Menschen ihre eigene Wohnung. Nicht? Das hat mit Steuern zu tun. Sie können die Zinssätze nicht absetzen, wie in vielen anderen Ländern. Und das macht einen großen Unterschied. Ich würde viel lieber mal mieten, wenn ich nicht irgendwie Nutzen an dem Objekt habe. Also, um das mal ganz plastisch zu sehen, wir wissen auch in Irland, das werden Sie später bei mir mehrfach hören, dass Irland ein Riesenerfolg ist. Und wenn Sie in Irland waren in den letzten Jahren, werden Sie das sehen. Aber wenn Sie Irland aus den 80er Jahren kennen, würden Sie es richtig sehen. Also Irland ist ein Musterkind für Entwicklung von einem sehr armen bis in ein sehr, sehr hoch entwickeltes Land. Aber es hat natürlich Nebenwirkungen. Die Menschen werden reicher, die werden mehr konsumieren wollen. Sie werden mehr Wohnungen haben, weil Wohnungen dazu gehören. Sie geben mehr Geld aus für Wohnungen. Wohnungen sind im festen Angebot im Moment, müssen gebaut werden, Investitionsgüter. Und was passiert? Die Preise gehen in die Höhe. Und die Menschen, die schon Wohnungen besitzen, fühlen sich reicher, sie lassen sich umfinanzieren, sie nehmen das Geld und kaufen sich was anderes, kaufen sich eine zweite Wohnung. Das entwickelt sich als spekulative Blase, das kann man auch formalisieren. Aber auf jeden Fall ist es wahnsinnig, was da passiert ist. Und das ist nicht so schlimm wie in den USA. Aber man könnte sagen, also in der kurzen Zeit ist es in den USA schlimmer, aber hier ist es eigentlich von dem Trend
wenn Sie den Trend extrapolieren, das ist eine unglaubliche Entwicklung. Aber zum Teil war das begründet durch die realwirtschaftlichen Entwicklung, von Irland. Aber das krachte, und das krachte nicht massiv, aber es krachte. Auf jeden Fall Leute, die ganz oben Kredite aufgenommen haben, um überteuerte Häuser zu kaufen, haben richtig gelitten. Die sitzen auf Krediten, die sie nicht zurückzahlen können. Und es gibt Banken, die unverantwortlich diese finanziert haben. Es gibt unverantwortliche deutsche Banken, die diese refinanziert haben. Also die Deutschen sind genauso schuld daran als die Iren. Ja, das kann man nachweisen. Warum haben die so schnell reagiert auf die irische Krise? Das ist ein Problem mit international integrierten, globalisierten Kapitalmärkten. Man macht viel Unfug in anderen Orts, sehr weit von den regulatorischen Instanzen im Inland. Aber auf jeden Fall, das hat natürlich eine Rezession ausgelöst. Das hat eine Rückführung der Konsumausgaben massiv in den Jahren nach der Finanzkrise in Irland geführt. Gut, also man sieht auch die Konsequenzen. Also das ist Wachstumsentwicklung in Irland, BIP-Wachstum und Konsum. Also das einfach mal zu zeigen, wie massiv die Konsumausgaben in Irland relativ zu Deutschland reagiert haben auf diese Finanzkrise, weil die Iren tatsächlich durch ihren Immobilienbesitz in ihrem Gesamtvermögen, in ihrem Omega, sehr, sehr negativ getroffen wurden. Nicht? Und das sieht, diese ganze Krise in Irland fing eigentlich 2007 an. Man sieht es in den Preisen, in den Hauspreisen, wie sie abbröckelten. Und es gab auch natürlich andere Aspekte, kommerzielle, Immobiliengeschäfte. Die sind auch kollabiert in derselben Zeit. Und das kann man auch sehen. Wir können auch das Beispiel in den USA unter die Lupe nehmen. Hier ist, das ist eine sehr schöne Grafik, das zeige ich jedes Jahr, weil es mich total begeistert. Also das ist auch so eine Sache, wo man denkt, Mensch, was haben wir denn gelernt oder nicht gelernt? Das ist die Entwicklung der Immobilienpreise aufgrund von einem Index von Robert Shiller, Nobelpreisträger, und einem Kollegen entwickelt. Das ist ein Index von Hauspreisen quer durch die USA. Real, das heißt, man hat angepasst für Preisentwicklungen, also Wert des Dollars in Gütern. Man hat einfach diesen Preisindex geteilt durch den Consumer Price Index, Verbraucherpreisindex. Nicht? Also nicht Inflationsrate, sondern mit dem Preisindex, aufgrund dessen wir die Inflationsrate haben. Und dann sehen Sie, die Entwicklung ist, man würde sagen, als Ökonometriker, das Zeit scheint irgendwie stationär zu sein um 100. Ich meine, die Datenlage ist fantastisch. Das geht um Daten für Hauspreise auf 1890. Die Amerikaner sind traditionell sehr, sehr große Hauseigentümer. Sie haben die Daten schon gesehen, aber selbst in diesen Zeiten war das so. Und Sie sehen auch, Schwankungen sind vorhanden, ja, also die Wirtschaftskrise, aber nicht so schlimm, wie man es gedacht hätte. Vielmehr nach dem des Ersten Weltkrieges. Nach dem Zweiten Weltkrieg stiegen die Hauspreise auf irgend so ein mittelwertiges Niveau. Und dann kamen zwei weitere kleine Schwingungen, die verbunden sind mit Immobilienentwicklungen. Als die Inflationsrate in den USA so hoch war, gingen sehr viele Leute in Immobilien. Und dann gab es Ronald Reagan, und er hat irgendwie die Steuern gesenkt und die Leute fühlten sich auch mal reich. Aber das sind eigentlich relativ moderate Schwankungen im Vergleich zu der langfristigen Entwicklung, die man sehr deutlich sieht. Und jetzt ist, was da passiert in den 2000er Jahren, als die Immobilienmärkte nicht nur dereguliert wurden, aber die Vermarktung oder die Weitergabe von Krediten an Dritte verkauft natürlich und umgepackt, unverpackt und an internationale Investoren in weiter Welt verkauft. Das wurde alles ermöglicht Ende der 90er Jahre. Die Banken wurden zu Spekulanten selber und haben das immer weiter verkauft. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie selber ein Haus haben und Sie merken, dass Ihr Haus zwei-, dreimal so teuer ist, ist es vielleicht doch sinnvoll, ein bisschen von diesem Kapitalgewinn einfach mal zu eigen zu machen. In Amerika können Sie einen neuen Kredit aufnehmen und den alten abbezahlen. Und es gibt Strafzinsen, also Vorfälligkeit und so weiter, aber es ist relativ bescheiden im Vergleich zu Deutschland. In Deutschland werden Sie gekreuzigt,
wenn Sie vorab Ihre Hypothek abbezahlen. Es ist sehr, sehr streng. Sie verlieren alles. Sie kriegen keinen Vorteil zinsmäßig. Die Amerikaner haben ihre Kapitalgewinne zu Geld gemacht und haben das wieder investiert in andere Häuser, haben weiter spekuliert. Und das hat tatsächlich zu einem Boom geführt. Und bis 2009 waren die Preise auf 140 im Wert. Sie sind weitergefallen seitdem. Und man sieht genau die Auswirkungen auf die Konsumausgaben in Amerika im Vergleich zu Deutschland. Wir hatten dieses Bild, ich zeige es noch einmal zum Vergleich. Aber hier sind die amerikanischen Entwicklungen. Sie sehen noch nicht einmal seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, Sie sehen es hier nicht, aber ist das Einkommen und Konsum so schlagartig nach unten gegangen innerhalb von einem Jahr. Und das ist ein Indiz dafür, dass die Amerikaner diese Krise tatsächlich als ziemlich herben Schlag in ihren Omega, in ihrem permanenten Einkommen verstanden haben. Weil diese Konsumentwicklung hat sich nicht richtig aufgeholt. Die Konsumwachstumsraten haben sich wieder fortgesetzt, aber das Niveau scheint irgendwie tatsächlich, also ich warte immer noch auf was Gegenteiliges, aber es ist noch nicht gekommen. Bis 2012 auf jeden Fall, ich habe es neuerdings wieder kalkuliert. Also wenn man das extrapoliert, hat man tatsächlich hier eine Kluft, also eine Lücke von 500 Milliarden US-Dollar. Das ist eine Menge Geld. Das ist eine Menge aus Konsumausgaben. Das heißt, Industrien, die davon gelebt haben, sind nicht mehr da. Die Leute müssen was anderes machen. Und das hat man sehr, sehr nachhaltig gespürt. Also in Deutschland sieht es anders aus. Da sehen Sie wirklich den Wert der Theorie. Schauen Sie mal C an. Die Konsumausgaben man hat da darüber hinweg geglättet. Also manche sagen, der Staat hat kräftig mitgeholfen über Kurzarbeit und Subventionsprogramme und so weiter. Aber bei diesem Rückgang der Exporte und Exportwirtschaft in Deutschland, die Sie so sehen in der gelben Kurve, ist es erstaunlich, dass die Konsumausgaben so robust waren. Ja? Und es liegt nicht nur daran, dass die Deutschen komisch sind. Sie sind ganz normal, haben auch ihre Interessen, für ihre Haushalte das Beste zu machen. Und trotz dieser Schwankungen haben sie das gut überlegt. Gut, also ich habe noch 10 Minuten. Ich möchte mal wenigstens in die Investitionen einsteigen, weil es sehr wichtig ist. Ich möchte abgrenzen. Falk wird das vertiefen. Ich werde das nächste Woche auch mal vertiefen. Es geht hier um Definition erstmal. Was sind die Investitionen? Also jetzt geht es um Werkzeugmaschinen. Es geht um diesen Rechner. Der ist kein konsumtiver Gegenstand hier. Ich benutze ihn, um Ihnen mal diese Dienstleistungen zu bringen. Diese Kamera, dieser Hörsaal ist ein Kapitalgut. In den letzten 10 Jahren haben wir kräftig investiert hier. Wir haben diesen Hörsaal neu und schön gemacht. Diese ganze Anlage hier. Es ist kompliziert. Es ist kompliziert zu erfassen. Es gibt keine richtig gute Messung des Kapitalstocks. Es geht bei mir und in der Makroökonomie insgesamt um das produktive Kapital. Es geht nicht um Finanzkapital, es geht nicht um Geld, es geht um Produktionsmittel, die einsetzbar sind und eingesetzt werden, um Güter zu produzieren. Und mit dieser Definition müssen Sie ein bisschen anders denken. Also es überlappt sich natürlich mit Finanzkapital, weil Finanzkapital ist nichts anderes als die Struktur der Eigenschaft, der Eigentümerschaft oder der Eigentümer in Bezug auf diese produktiven Mittel, die massiv sind. Ich meine, die Schätzungen, die ich geholt habe, man schätzt einen Kapitalstock in Deutschland als mehr als 11 Billionen Euro. 11 Billionen Euro, das ist ein Bestand. Nicht? Also, und die Frage ist, wie bewerten Sie das eigentlich? Wie bewertet man dieses Gebäude? Es gibt keinen Markt für die Humboldt-Universitätshörsäle. Man weiß es nicht, man kann es nur schätzen. Nicht? Und in vielen Büchern werden diese Dinge sehr, sehr niedrig bewertet. Insofern ist es sehr, sehr kompliziert. Wie bewertet man Straßen? Straßen sind auch Infrastruktur. Wie bewertet man Krankenhäuser, die seit 100 Jahren existieren? Die sind auch produktives Kapital. Deshalb die Frage der Anschaffungspreisen kann man ansetzen. Aber wie bewerten Sie alte Anlagen, die gar nicht mehr produziert werden? Es ist nicht gerade trivial. Also normalerweise nimmt man
Die Anschaffungspreise führt sie fort. Man muss abschreiben, weil die Kapitalgüter weniger wert sind oder werden. Die werden obsolet, die werden kaputt. Diese Anlage wird sicherlich in 5 Jahren nicht mehr überleben. Also unsere Anlage ist schon kaputt. Das ist ein gutes Beispiel. Also im Laufe der Zeit geht alles kaputt. Muss immer alles wieder instand gesetzt werden. Das kostet auch Geld. Und deshalb spricht man von Bruttokapitalstock, Nettokapitalstock. Das ist, ja, netto kann in Bezug auf die tatsächliche Abschreibung sehr schwer zu messen oder die finanzielle Abschreibung, die man für das Finanzamt macht oder für die Aktionäre macht, sau schwer. Also trotzdem können wir darüber reden. Also Kapital ist da, zweifelsohne. Es gibt, ohne dieses produzierende Kapital können wir unsere Volkswirtschaft nicht zum Laufen bringen. Und wie gesagt, es geht hier um das Zusammenspiel von Stromgrößen, die dazu beitragen, dass dieser Kapitalstock da ist. Ohne Investition gäbe es den Kapitalstock nicht. Aber es gibt gleichzeitig Abnutzung und Abwertung oder Abschreibung und die Obsoletheit, die durch technologischen Erneuerungen kommt. Also dieses iPhone ist zwar nicht im Kapitalstock, aber viele Firmen haben sowas ausgegeben und es ist zwar kein langlebiges Gut und ich bin mir gar nicht so sicher, ob das überhaupt als laufende Ausgaben oder als investive Ausgabe benutzt werden. Aber dieses zum Beispiel ist definitiv eine Investition der Humboldt-Universität, hat eine sehr kurze Lebenszeit. Es wird es ist schon 3 Jahre alt, es ist eigentlich schon reif für die Verschrottung. Aber wir müssen das Geld haben, um neuen zu kaufen. Das haben wir nicht immer. Also, es gibt dynamische Zusammenhänge, die wir schon aus dem Solo-Modell kennen. Also man kann schon einiges lernen aus Modellen, die wir schon kennen. Das Solo-Modell hatte ganz, ganz eindeutige Aussagen zum Kapitalstock. Wir haben Kapitalstock heute aus der Summe der nicht abgeschriebenen Kapital der Vorperiode zuzüglich der Investitionen der Vorperiode. Nicht? In Deutschland wird sehr, sehr viel investiert, nicht so viel wie in den letzten Jahrzehnten, aber jedes Jahr schauen Sie sich hier rum, also die ganzen Kräne stehen da, bauen neue Häuser, neue Wohnungsanlagen, die sind alle, das ist alles I für uns. Und nächstes Jahr oder in irgendeiner zusätzlicher Zeit werden diese I Teil des K werden. Das K vergrößert sich, aber das K schrumpft zusammen, weil viele Wohnungen nicht mehr bewohnbar sind, fallen ineinander oder die werden abgerissen. Es ist nur eine Dimension. Software ist auch jetzt Teil des Kapitalstocks. Software wird in der Regel innerhalb von 2 Jahren nicht mehr brauchbar. Es wird trotzdem bewertet. Es ist auch klar, das trägt dazu bei, dass wir mehr produzieren können. Und daher kann man das nicht ignorieren. Ich will einfach ein bisschen motivieren, erstmal den Fall, um einfach mal ein bisschen Ihr Interesse wieder zu wecken. Es ist sehr spannend. Es gibt eine sehr interessante Diskussion in Deutschland, geführt von Marcel Fratscher, Präsident des DIW, dass Deutschland zu wenig investiert. Wenn Sie die Vergangenheit angucken, vor der Wende oder auch nach der Wende, hat Deutschland Investitionsquoten von 25% gehabt. Jetzt ist die Quote auf 18, 17 gesunken, vielleicht sogar niedriger. Und das ist mit den ganzen Tricks, ne? Also Panzer, Flugzeugträger, U-Boote, Dinge, Software, trotzdem ist die Investition gesunken. Also wir investieren weniger. Ist es ein Zeichen dafür, dass Kapital nichts mehr bringt? Ich meine, wir brauchen vielleicht gar keine Unterhaltung mehr. Wir beschäftigen uns ständig mit diesen Dingen. Also vielleicht brauchen wir gar keine Konsumindustrie mehr. Wir verkommen in unseren Ecken mit einem Latte und lesen mal Internet. Ja, das ist eine Vorstellung. Man spricht von einer säkulären Stagnation der Volkswirtschaft. Also wir stagnieren alle vor uns hin. Das glaube ich nicht. Aber trotzdem fragt man sich, warum ist dieser massive Rückgang der Investitionen stattgefunden? Warum gibt es die? Nächste Woche werde ich darüber ein bisschen mal meine Meinung dazu sagen. Das ist ein Fehler. Entschuldigung, lassen Sie mich das ganz schnell ändern. Nee, das ist richtig. Das ist doch richtig. Okay.
Sorry. Ja, ich hatte keine Zeit, das zusammenzufassen. Also Sie sehen ja, Ausgangspunkt ist diese Solo-Gleichung. Kapital morgen ist Investition heute plus Kapital, den Kapitalstock, den ich hatte, abzüglich der Abschreibung Delta K. Das ist ganz einfache Gleichung. Das ist eine Fortschreibung des Kapitalstocks. Wenn man von einem Steady State ohne Wachstum, wenn alles konstant bleibt, das würde das heißen, KT plus 1 ist gleich KT, IT ist gleich IT T, minus 1, alles konstant, dann hat man eine ganz einfache Gleichung. Investition ist ohne Wachstum, muss immer da sein. Wir müssen immer investieren, um das Kaputtgegangene zu ersetzen. Ganz einfach. Und das sahen wir an der Humboldt-Universität, Sie waren glücklicherweise nicht da, aber vor 10 Jahren sah es wirklich schlimm aus hier, ne? Und es sah auch vor 25 Jahren schlimm aus, aber es hat sich nichts geändert. Es ist noch schlimmer geworden. Es fiel ein Putz von der Decke runter. Es gab so ein Erdbeben, weil die ein Hotel gebaut haben, hat alles noch weiter kaputt gemacht. Also diese Dinge zeigen, dass wenn man gar nichts tut, lebt man von der Substanz und irgendwann ist die Substanz nicht mehr da. Insofern eine ganz wichtige Kenntnis. Wenn man Wachstum hat, ist es ein bisschen schärfer, weil wie beim Solo-Modell, nicht nur müssen wir den Kapitalstock auf Trab halten, sondern wir müssen auch dafür sorgen, dass die neu hinzugekommenen Menschen und Produktionsbedürfnisse auch befriedigt werden. Wenn wir das als G, als Wachstumsrate der Volkswirtschaft darstellen, kann man anhand von dieser Gleichung schon das ableiten, dass Investition noch ein Tick größer sein muss. Nicht? Also man muss quasi die Ersatzinvestitionen leisten und man muss quasi K durch Y auf dem Niveau halten, wo dieses Verhältnis war. Wenn man es nicht tut, fällt man auch zurück. Also sprich die IW-Hypothese mit den Investitionen. Letzte Tabelle, sehr interessant für Sie. Sie waren vielleicht ganz klein. Ich glaube, die meisten waren existent, vielleicht einige auch nicht. Nach der Wende gab es in Ostdeutschland wahnsinnig viel Investitionen. Das war wie in China. Und ich war hier. Also Sie denken, es gibt viele Kräne heutzutage. Es gab hier an jeder Ecke einen Kran. Hinter uns wurde gerammt und links und rechts und alles Mögliche. Und Sie sehen die Investitionsquoten in sowohl Ausrüstung, das ist produzierendes Kapital im engeren Sinne, und Bauten, das sind also Immobilien fürs Wohnen, auch für Produktionsanlagen, wahnsinnig hoch. Das wurde zum Teil finanziert von Ostdeutschen, aber meistens von westdeutschen Banken und von westdeutschem Staat. Und Sie sehen ja als Quote, das ist eine chinesische Investitionsquote. Insgesamt 40% in den 90er Jahren. Aber das war nicht zu halten. Und man hat offensichtlich zu viel in Bauten investiert. Und das ist die allgemeine Kritik. Man hätte viel mehr in Arbeitsplätze in Ostdeutschland investieren müssen. Aber die damaligen Politiker haben argumentiert, wenn man dies täte, würden die Menschen eh abhauen. Nicht? Arbeitsplatz ist auch wichtig, aber eine schöne Wohnung ist auch wichtig. Und in Wessen gab es so viele schöne Wohnungen. Was tut man? Das ist auch eine ökonomische Entscheidung. Und der Bundeskanzler Kohl hat sich für Bauten entschieden, offensichtlich, oder die FDP hat ihm dazu verholfen. Und Sie sehen eine sehr, sehr deutliche Investition in Bauten. Deshalb sind die Häuser in Ostdeutschland so schön. Nicht? Auch wenn es weniger Menschen gibt, die sie bewohnen. Gut. Dann mit dieser flapsigen Bemerkung verabschiede ich mich in die nächste Woche. Wir sehen uns noch einmal vor Weihnachten. Tschüss.